Hey ho Leute und herzlich willkommen zur 14. Folge von Pokémon Ranger. Ja, in der letzten Folge haben wir hier unser Radikal gefangen, mit dem wir hier jetzt hier weiterkommen und den Metallzaun kaputt machen können, um weiter nach den Slimer zu suchen. Die hier das Abwasser verpesten und verschleimen und keine Ahnung. Sie wurde in kleine Stücke geschnitten, gebissen, keine Ahnung mehr, was da gerade stand. So. Noch ein Magnetido, ja, kommt doch, warum nicht? Wir können ja noch ein Pokémon mitnehmen. Zwei Magnetidos sind da ganz praktisch. Ups. So. Gut. Ja, mal sehen, ob wir heute mal ein wenig besser vorankommen, ein wenig wow. Okay, ein wenig schneller vorankommen. Ein Tyrakrok, wow. Cool. Gibt's ja auch schon. Ob jetzt da noch ein Pergator rumläuft. Okay. Ein Pergator rumläuft, mag ich zu bezweifeln. Aber out. Tu mir nicht so weh, Tyrakrok. Oder mein Fangkorb. Oh Gott, mein Fangkorb kann keine Gefühle haben. Deswegen auch keine Schmerzen spüren. Aber egal. Ja gut. Nein, ich muss irgendwie innehalten kurz. Wenn es attackiert. Ja, aber nicht da. Oh Mann, das fängt ja schon gut an. Okay, nein, ich bin. Er ist wieder reingelaufen. Nein, ich hätte loslassen können. Verdammt. Das habe ich jetzt ein wenig verplant. Oh je, Tyrakrok. Nein. Okay, wir gehen hier noch Game Over wegen Tyrakrok. Nein, 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 nein. Das darf nicht sein. Schauen wir mal, was Puzzle anrichten kann. Ich habe gerade keine Lust, hier so lange zu brauchen. Für das Tyrakrok. Ja, soviel zum Thema. Was mache ich denn da? Oh Mann, ich muss mich besser konzentrieren. Ach je. Ja, du willst zum Thema besser konzentrieren. Oh Mann. Wie die Folge hier gleich wieder anfängt. Das ist nicht gut. Nee. Was mache ich denn? Ich passe einfach nicht auf. Ja, ich passe gerade echt nicht auf. Ui. Nee, ich würde sagen, wir holen uns nochmal unsere zwei Magnetine zurück. Oh Mann, das fängt ja echt gut an. Ach. Hallo Magnetilo. Ich brauche dich nochmal. Oh je. Sind 12 KP anscheinend immer noch nicht genug. Nein, ich krieg's immer noch hin, dass ja, dass mir Pokémon Probleme bereiten und mir den Fangkorb fast kaputt machen. Und irgendwie großartig unnötig leveln, sag ich jetzt mal, möchte ich auch nicht, weil ja. Ich weiß nicht. Ich möchte den Fangkorb echt nicht überleveln oder so. Das finde ich doof. Ich möchte schon, dass auch noch so ein bisschen der Nervenkitzel da ist. Und ich weiß nicht, irgendwie es halt spannend ist. Und nicht einfach nur zu leicht. Ich meine, okay, dass es zu leicht ist, das bezweifle ich. Eigentlich ganz schwer. Aber hoch. Ja, weiß nicht. Naja, mal sehen, wie es so wird mit den Bosskämpfen. Aber die habe ich ja schon so oft erwähnt. Und wir hatten ja erst, ja, vielleicht zwei, kann man so nennen, das Rizeros und das Mashok.
Ja, aber da kommen ja noch sehr viel schwierigere Fangversuche. Oh ja, die werden kommen. So, mit voller Energie, vollem Enthusiasmus gehen wir hier jetzt wieder zurück, versuchen jetzt diesmal das Tyrakrog endlich mal zu fangen. Ja, warum nicht? Komm her. Wäre ich jetzt fast an dem Magnetilo vorbeigelaufen, um das zu fangen. So, mit zwei Magnetilo im Gepäck. Werden wir vielleicht irgendwas reißen können, wer weiß. Mal schauen. Tyrakrog, komm her. Danke, hallo. Da bin ich wieder. Hoffentlich bist du jetzt ein bisschen kooperativer. Wer weiß. Oder vielleicht bin ich einfach mal ein bisschen schlauer und kann besser greifen. Nein, natürlich nicht, weil ich habe schon wieder den Moment verpasst, in dem es angreift. Entschuldigung. Okay. Gott, gegen Uhrzeigersinn kreisen ist irgendwie gerade nicht so toll. Nee, im Uhrkreisersinn. Im Uhrkreisersinn. Was ich eben wieder für Sachen von mir gebe. Im Uhrzeigersinn kreisen. Das war das, das waren die zwei Worte. Okay, es hat die Fähigkeit Wasser 2 und die Puckstärke Wasser. Also löschen 2 halt. Gut, dann würde ich sagen, für deinen großen Bruder machst du mal Platz, Kanimani. Ich hab dich zwar lieber im Team, aber nun gut, wir brauchen halt das Tyrakrog. Oder eigentlich brauchen wir es, glaube ich, gar nicht. Egal, mal sehen. Hier werden anscheinend wieder die Slimer kommen. Ja. Wie erwartet. Gut, dann schauen wir mal, ob wir diesen Fangversuch mit den Slimer jetzt mal besser hinbekommen. Und ein wenig besser aufpassen auf den Schleim, den sie da so rumspielen. Schleim, ja, sagte sie und der Fangkomm wurde beschädigt. Es ist manchmal aber auch schwierig, das einzuschätzen, wann jetzt das aus dem Bild draußen ist oder halt aus der Reichweite der Attacke. Uiuiuiui. Okay, einen Kreis möchte ich noch. Einen Krumm. Krumm. Brumm. Danke. Wow, 50, cool. Supidupi. 100 Erfahrungspunkte und ein Level Up, super. Schön. Energie jetzt um 3, Fangline um 5. Yes, jetzt haben wir hier 15 KP praktisch. Und da kommt dann wieder der arme Tropf. Super, ein weiterer Fang. Aber wie hältst du bloß diesen Gestank aus? Ich übernehme die Slimer und mache mich dann ganz, ganz schnell auf in Richtung Eingang. Dankeschön. Gut. Ich schleim da mal weg. So. Weiter geht's. Noch ein Kanimani. Ja, nimm es mit. Für die Erfahrungspunkte. Also ich glaube langsam wir. Oh. Ich glaube langsam wirklich, das Let's Play wird sehr lang, weil ich einfach für manche Sachen wirklich sehr lange brauche. Eben weil ich halt auch alles erkunde und mit jedem rede und ja, ich glaube auch, dass ich jetzt am Anfang halt auch noch irgendwie einen recht langsamen Let's Play-Stil einfach habe. Ich weiß auch nicht, was ist hier los? Was sind hier zwei? Fließendes Wasser voraus. Bitte achten Sie auf jeden Schritt, den Sie machen. Wasserwerk, Capsnow, Sicherheit. Das hat mich das jetzt ein bisschen weggezogen oder so? Nee. Okay. Ach, da kann man rein. Huch, das habe ich jetzt. Ups. Upsi-dupsi. Blitz irgendwie vergessen. Oh, die Aria ist schon da. So, Juri, was machst du denn hier? Du versuchst die Slimer-Situation in den Griff zu bekommen? Ja. Klingt wie die perfekte Mission für einen Rekruten. Ich suche nach der Power-Rock-Bande. Okay. Da im Wasserwerk soll sich also die Power-Rock-Bande verstecken, laut ihr. Okay. Wir haben Informationen, nach denen sich einer von ihnen hier unten aufhalten soll. Aber mal abgesehen davon, es riecht nicht gerade angenehm hier unten.
Auf jeden Fall darf ich auf dieser Mission der höchsten Dringlichkeitsstufe hier keine Zeit mit dir vertrödeln. Ja, tut mir leid. Das ist so cool, wie wir hier gegen die Strömung halt auch praktisch laufen können. Oder halt auch ein bisschen mitgezogen werden von dem Wasser. Nee, also was wollte ich jetzt gerade sagen noch? Irgendwie passiert mir das in letzter Zeit oft, dass ich irgendwas sagen möchte, aber irgendwie... Das erinnert mich jetzt stark an Secret of Evermore. Wer das Spiel gespielt hat, der wird wissen, was ich meine. Weil man da... Okay, auch nur ein Traumato. Entschuldigung. Der wird wissen, was ich meine, weil da ist man auch in der Kanalisation und... Oder auch in anderen... einer hat gefehlt. Auf jeden Fall läuft man ja eben auch in Röhren umher und auch gegen die Strömung dann teilweise und... Ist eigentlich auch ganz lustig. Na komm. Ja. Ach, Mann. Was ist denn das immer? Ich weiß auch nicht. Bin nicht mehr so... Ach, scheiße. Huch. Oh Mann. Nee, oder lassen wir es lieber. Nee, komm, ich möchte dich jetzt noch haben. Ups. Nein. Das ist mein eigenes. Hier, dich will ich haben. Ja, ich versuche mein eigenes Traumato. Ich warte darauf, dass bei meinem eigenen Traumato ein Fangversuch aufploppt. Was ist denn los? Es ist gerade, ich weiß nicht. Ich schätze das, ich kann das nicht so gut einschätzen. Wie genau ich den Kreis ziehen muss. Damit ich nicht getroffen werde. Wie jetzt gerade, aber ich hab's hingekommen. Und jetzt auch. Oh, juhu. Wow, gerade noch so. Ach man. Knappe Geschichten hier dauernd. Ja, Traumato. Tut mir leid. Aber dich brauchen wir nicht. Habe ich jetzt eigentlich den... Nein, habe ich nicht. Tyragok verfügt über eine Wasserattacke. Sie... Danke. Sieh dich auch vor den Pfützen vor. Ja, das habe ich getan. Ein wenig. So, jetzt auch mal hier gegen die Strömung hier. Total anti-Mainstream und so. Ja, komm her. Ich werde wahrscheinlich sowieso nicht reingelaufen. Oh, cool. Hier ist auch der Hintergrund, der Kampfhintergrund anders, weil wir hier ja auf dem Wasser laufen. Ist ja auch cool. Bin ich schön gemacht, obwohl... den Platz, den wir in dem Rohr haben, wahrscheinlich nicht so groß ist wie diese Fläche, die wir hier bei dem Fangversuch haben, aber naja. Danke, Krebskuchen. So, weiter geht's. Wir schauen uns, wie gesagt, erstmal, ach, da gibt's gar nichts mehr, okay. Das heißt, hier gibt es nur das Traumato und das Krebskuchen hier drinne und mehr nicht. Gut, dann gehen wir mal Aria hinterher. Oder lassen wir es lieber für die nächste Folge? Ja, komm, wir machen einen Cliffhanger. So, deswegen würde ich sagen, während ich hier rausleide, ah, doch nicht. Ich dachte, ich gehe automatisch hier raus. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja, in der nächsten Folge werden wir schauen, was Aria da so entdecken wird. Ob vielleicht die Power-Rock-Bande dahinter steckt, dass die Slimer so vermehrt hier auftauchen. Mal sehen. So, und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann, eure Shadow Kiva Wolf.